Hi, schön, dass du auf mein neues Video geklickt hast, in dem wir zusammen dieses leckere Tomatenpesto zubereiten. Und hierfür verwende ich eingelegte Tomaten, Knoblauch, frische Tomaten, Mandelkerne, Parmesankäse, Olivenöl, etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Zuerst gebe ich die eingelegten Tomaten mit dem Knoblauch, dem Parmesankäse sowie den Mandelkernen in den Mixtopf, setze den Miximizer zur Mixtopfverkleinerung ein und stelle 10 Sekunden auf der Stufe 10 ein. Mit dem Spatel löse ich einmal alles vom Rand und gebe schon die restlichen Zutaten dazu. Jetzt einmal gut durchpürieren für 30 Sekunden auf der Stufe 5. Damit ist das Pesto auch schon fertig. Am besten gleich parallel Nudeln kochen und ihr könnt das Pesto direkt mit den Nudeln servieren. Nun wünsche ich euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Das Rezept mit den Mengenangaben findet ihr hier links unten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sage ich bis zum nächsten Video. Eure Vanni.